Einen wunderschönen guten Tag, liebe Pokergemeinschaft, und herzlich willkommen alle Nicht-Pokerspieler, die einfach mal so auf dieses Video geklickt haben, weil sie gesagt haben, oh, passives Einkommen. Zuallererst, Poker ist kein Glücksspiel für alle Nicht-Pokerspieler, die dabei sind. Ist ein Geschicklichkeitsspiel, auch wenn es als Glücksspiel zumindest in Deutschland eingestuft wird. Und auch beim Poker kann man langfristig Gewinne erzielen. Und erst recht beim Poker-Staking kann man definitiv langfristig ein gutes passives Einkommen erreichen, wenn man sich ein bisschen auskennt und ein bisschen Arbeit reinsteckt. Dann denke ich, dass man definitiv vielleicht um die 10-15% langfristig schafft beim Poker-Staking. Und wie das Ganze funktioniert, das erzähle ich euch mal jetzt und zeige es euch auch. So, da sind wir auch schon. Wie bei anderen Sportarten auch, gibt es natürlich beim Pokern bessere und schlechtere Spieler. Und das kann man vor allem im Return on Investment, was man auch von anderen passiven Einkommen kennt, nachweisen. Das heißt, ich habe euch hier zum Beispiel eine Übersicht gemacht von ein paar Spielern. Ein paar Poker-Turnierspielern, die ich einfach mal so random rausgesucht habe. Und wie ihr sehen könnt, haben wir zum Beispiel Mo Dalitz. Der hat jetzt nach 10.000 Turnieren ist der 38.000 Euro im Minus und hat einen durchschnittlichen Return on Investment von minus 17%. Dann haben wir den stärkeren Spieler, PS Manson. Nach 3000 Turnieren ist er 11.000 im Plus, macht ca. 4 Euro pro Game und hat einen durchschnittlichen Return Investment von 17%. Das gleiche gilt hier Chip hier 8, 7000, naja, ihr könnt es ja auch lesen, ne? Und so weiter, bla 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 bla. Wie ihr seht, es gibt stärkere und es gibt schlechtere Spieler und die machen halt Profit oder machen Verluste. Und jetzt ist die Frage, wie könnt ihr daraus Profit machen? Es gibt Seiten, bei denen kann man Turnierpokerspieler staken. Ja? Das heißt, man zahlt einen gewissen Preis für einen Anteil am möglichen Gewinn von irgendeinem Turnier. Das heißt, nehmen wir hier haben wir zum Beispiel einen. Hier spielt einer ein 320-Dollar-Turnier. Das würde heißen, wenn ihr zum Beispiel 10% daran haben wollt, denn das braucht man nicht ausrechnen, 10% an diesem Buy-in bezahlt, also 32 Dollar, dann könntet ihr 10% vom möglichen Gewinn erhalten, beziehungsweise erhaltet dann 10% vom möglichen Gewinn. Zahlt aber jedes Mal, wenn ihr daran Anteile kauft, eure 32 Dollar, und wenn der Spieler nicht im Geld landet, dann verliert ihr die 32 Dollar natürlich. Beim Turnierpoker ist es so, dass ungefähr zwischen 10-20% der besten Spieler oder die dann noch im Turnier sind, bezahlt werden, und die kriegen dann prozentual eine Auszahlung, wie zum Beispiel hier in dem Beispiel. Was weiß ich, hier ist zum Beispiel das jetzt online ein Turnier, ein 25-Dollar-Turnier. Und hier macht dann der erste 4.300 Dollar. Und auch hier verkaufen dann, da haben die Leute verkauft, ich glaube, das läuft schon, das Turnier, haben die Leute Prozente verkauft. Wenn man zum Beispiel 10% hat für 2,50 Dollar an einem Spieler und der macht den ersten Platz, dann macht das den 2,50 Dollar 427 Dollar. Jetzt kommen wir nochmal zum, wo kann man staken. Da gibt es mehrere Online-Seiten, wie zum Beispiel Stakings, YouStake oder PokerStake und noch andere. Und dann bieten das auch einige Online-Poker-Anbieter an, wie zum Beispiel GG Poker. Zusätzlich zu sagen ist noch, dass es einen sogenannten Markup gibt beim Pokern. Das heißt, dieser ist
Früher bei sehr starken Spielern bzw. sehr soften Turnieren, also wo die Konkurrenz schwächer ist, und der ist dann ein bisschen niedriger bei entweder schwächeren Spielern oder tougheren Feldern. Allerdings können die Leute bzw. die Pokerspieler selbst diesen Markup angeben, wie sie den möchten. Heißt nicht, dass der immer fair ist. Letztendlich sollte der Markup immer fair sein. Und fair heißt, ein Poker-Staking sollte immer Win-Win sein. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel sehen, dass hier zum Beispiel der Spieler Chip hier 8 hat einen durchschnittlichen Return on Investment von 21,5%, dann wäre ein fairer Markup 1,10, 1,11 ungefähr. Ja, dass quasi die Profits langfristig 50-50 geteilt werden. So, das Ganze heißt im Umkehrschluss, dass es nicht unbedingt profitabel ist, den besten Spieler im Turnier zu staken und dann eben Prozente zu kaufen, sondern es kann sein, dass schwächere Spieler, die vielleicht seltener Profit euch bringen oder langfristig nicht so viel, aber einen deutlich günstigeren Markup haben, dass die euch langfristig deutlich mehr Geld bringen als die stärksten Spieler im Vergleich. Jetzt zeige ich also, wie ihr seht, nur weil ein Spieler. So, jetzt sagt ihr euch natürlich, ey, wie geil, zack, ich kaufe Prozente an dem Typen und mache hier direkt 5 Dollar. Und ja, so einfach ist es ja leider nicht. Poker ist halt eine extreme Varianz. Und das heißt, dass ihr auf jeden Fall immer ein Bankroll Management betreiben müsst. Bankroll Management heißt einfach, dass ihr immer nur einen kleinen Anteil an eurem kompletten Geld, was ihr zur Verfügung habt, für dieses Projekt investiert. Das sollte meistens oder es sollte nicht mehr als 1% sein pro Spieler pro Turnier. Muss einfach mal betrachten, hier kurz ein Beispiel, der Spieler hat hier über 3000 Turniere. Und wenn ihr euch dann ja mal alles durchguckt, hier so ein paar Sachen, dann seht ihr zum Beispiel ITM, ja, das ist hier rechts vor der Flagge, in the money. Das heißt, dieser Spieler landet auch nur zu 23,5% im Schnitt im Geld. Das heißt, dreimal seid ihr im Minus und erst beim vierten Mal kommt er ins Geld und macht dafür, macht euch, bringt euch ein bisschen Geld ein. Und aufgrund dieser Varianz, die wirklich beim Turnierpoker extremst ist, das heißt, ihr könnt ja rein theoretisch nach zwei, drei Spielen könnt ihr Erster, Zweiter, Dritter geworden sein oder dreimal Erster, kann auch dreimal einfach nicht im Geld landen. Und aufgrund dieser Varianz einfach immer ein Bankroll Management, sodass ihr, wie gesagt, pro Turnier, pro Spieler nicht mehr als 1% einsetzt. Und so kann man dann diese Varianz auch ausgleichen. So, dann haben wir hier auch noch Beispiel ein Modales, der verkauft für 1,19, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Würde heißen, er macht theoretisch einen Return Investment von 38% langfristig. Trotzdem kaufen die Leute. Und wie man sieht, er hat minus 17. Das heißt, er müsste 0,83 anbieten, damit es überhaupt plus EV wäre. Also damit man überhaupt theoretisch Geld machen würde. Und wenn es dann noch fair sein sollte, müsste er 0,64 Markup anbieten. Ja? Also, wie gesagt, passt auf. Die Leute können ja jeder, er kann ja selbst reinstellen und was er für richtig hält. Und jeder kann natürlich kaufen und so, was er will an Anteilen und so. Allerdings, wie ihr seht, muss man sich schon die Le richtigen Leute rauspicken, damit man damit wirklich long-term Geld macht. So, und jetzt denkt ihr so, okay, natürlich, es ist nicht ganz so passiv, wie man jetzt denkt, sondern man muss schon ein bisschen was machen. Allerdings, wenn man da ein bisschen Routine drin ist, kann man zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, hier, es starten alle paar Minuten, starten mehrere Turniere und man kann es über viele Tage auch hinweg. Teilweise kann man Prozente schon mal kaufen bei Turnieren und wie gesagt, das geht ja auch für bei anderen Seiten.
Wenn man da ein bisschen Routine reinmacht und sagt, was weiß ich, man macht es alle 2, 3 Tage mal, setzt sich da mal zusammen, sucht mal eine Stunde Leute raus und so. Dann kann man wieder eine Woche abwarten und schaut, wie es dann aussieht. Wenn man sich die richtigen Picks raussucht, dann gehe ich davon aus, oder was weiß ich, gehe davon aus, ich habe es ja selbst schon gemacht, dass man nach ungefähr 5000 Turnieren oder 5000 Stakings definitiv einen positiven Draw von 10 Return on Investment von 10 bis 15% locker rausziehen kann aus der ganzen Geschichte. Und das ist deutlich mehr als manch anderes passives Einkommen. Ist dafür halt aber auch nicht ganz so passiv im Vergleich zu, wenn man irgendwo einfach nur sein Geld parkt und der Rest wird dann von ganz alleine gemacht. Ja. So schaut's aus. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Überblick gewinnen. So staked man profitabel und so macht man tatsächlich mit Turnierpoker langfristig Gewinne, beziehungsweise mit dem Turnierpoker Staking. Ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Subscribe gern, like gern, was weiß ich, oder lasst es. Schreibt ein paar Kommentare, falls euch noch was fehlt. Und genau, ich packe noch hier den Link von Sharks Club mit rein in die Beschreibung. Das Ganze ist auch also bis zu einem gewissen Punkt kostenlos, zumindest für 5 Suchen am Tag sind kostenlos. Danach muss man leider subscriben. Es gibt auch noch ein, zwei andere Seiten, die da kostenlos sind und wo man noch ein paar mehr Suchen machen kann. Ja. Schönen Tag noch. Bis dann.